Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, der Sommer ist jetzt leider fast schon vorbei, ne? Wir haben jetzt Ende August und jetzt möchte ich euch gerne meine Sommerfavoriten vorstellen, die halt quasi jetzt über den Sommer mein ständiger Begleiter waren. Und es gibt noch eine kleine, na, gar nicht so kleine Verlosung. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, das Offensichtlichste, worauf ich mega oft angesprochen wurde, war tatsächlich mein Schmuck. Ne? Also ich habe ja, das wisst ihr ja, ich habe ja die Kooperation mit Daniel Wellington und habe da ja diese wundervolle Uhr und dieses Armband und den Ring zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, ich habe das jeden Tag getragen. Ne? Und ich wurde nicht nur auf der Arbeit drauf angesprochen, ich wurde auch in den Kommentaren drauf angesprochen. Ich wurde überall, ne? Die Leute, die haben sich das angeschaut, Kassiererin an der Kasse fanden das super interessant, ne? Haben mich auch gefragt, was ist das für ein Schmuck, ne? Weil das alles so, sieht so elegant und harmonisch aus und es passt halt alles zusammen. Ne? Du hast halt, ja, ich zeige das total blöd, ich bin nicht so gut im Zeigen, Leute, ne? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass du ja das sowohl sportlich als auch elegant tragen kannst. Also ich habe das sogar zur Hochzeit meiner Freundin getragen, ich habe das auf der Arbeit getragen, man sieht es nicht. Ich muss es mir in die Kamera halten, so vielleicht. Genau, und ich habe ja einen Gutscheincode, Claudis Welt. Damit kriegst du 15% sowieso bei Daniel Wellington in den Stores und in dem Online-Shop. Und wenn du diesen Code eingibst und dann dir noch eine Uhr kaufst und ein Armband, dann kriegst du auf das Armband aktuell, die haben da so eine End-of-Summer-Aktion, 50% Rabatt. Also das ist richtig, richtig krass. Und ja, schau dir das auf jeden Fall mal an. Die haben da viele verschiedene Designs. Ich habe das jetzt in Silber geholt, weil ich bin ein Silberschmuckmensch, muss ich gestehen. Und ja, deswegen, du kannst es aber auch in Gold oder Roségold oder so dir holen, ne? Gerade auch die Uhren. Die haben da ja so viele verschiedene. Also ich finde diese hier richtig geil, weil die einfach so, weiß ich nicht, so weiß, so elegant und so sportlich und so schön ist und so schlicht, aber irgendwie halt auch echt edel und ich mag das voll gerne. Und ja, den Ring sowieso, ne? Ich bin ja sowieso etwas crazy unterwegs, wie ich meine Ringe trage. Ich habe hier ja an der rechten Hand den Jahresring, den ich von meinem Freund zum Einjährigen damals gekriegt habe, vor 12,5 Jahren. Wir sind ja schon 13,5 Jahre zusammen. Und dann habe ich am kleinen Finger einen Ring, das ist einer von Godido. An meinem Zeigefinger habe ich eigentlich links immer einen Ring und an meinem Daumen. Das ist jetzt einer von Fossil, glaube ich. Ja, ne, da bin ich immer etwas merkwürdig unterwegs. Und ja, deswegen, also auf meinen Schmuck bin ich sehr oft drauf angesprochen worden und ich kann euch das nur empfehlen. Schaut bei dem End of Summer Sale vorbei, weil mein Gutscheincode Claudis Welt kannst du zusammen mit diesem 50% End of Summer Sale Gedöns kombinieren. Ich mag den Schmuck so gerne und ich bin so froh gewesen, als die mich angeschrieben haben. Es sind schöne Dinge und wunderschöner Schmuck, zeitloser Schmuck und ich finde den richtig klasse. Schaut euch das auf jeden Fall an. So, dann habe ich sehr, sehr häufig, was man jetzt auch so optisch an mir sieht, Ohrringe. Ohrringe habe ich ja sowieso, ich bin da ja asymmetrisch unterwegs. Also rechts habe ich ja hier oben ein Ohrloch, was ich hier nicht habe, weil ich mich bis heute mit meinen 30 Jahren nicht traue, mir noch hier ein Ohrloch stechen zu lassen, um das Ganze symmetrisch zu haben. Aber Symmetrie kann ja wohl jeder, oder? Naja, und dann habe ich meistens hier oben halt einen so einen Stecker und manchmal hier auch Stecker, aber gerne halt auch so Hängerohrringe. Und jetzt gerade im Sommer habe ich jetzt diesen, der zum Beispiel von Rossmann, genau, von For Your Beauty. Und sonst habe ich ja auch die von Alex Sascha, was mir die liebe Jana empfohlen hatte. Ne? Die habe ich ja auch sehr häufig getragen. Die kannst du ja in allen möglichen Farben da kriegen. Da habe ich im Sale ein bisschen zugeschlagen und den Rabattcode von Jana verwendet. White Swan Beauty. Schau bei ihr vorbei. Was man in meinem Gesicht auch noch sieht, ich mag gerne oder ich habe gerne im Sommer farbigen Lippenpflegestift getragen. Das ist jetzt dieser Sweet Gedöns von BB. Sweet Lipstick in Beere. Berry Me. Genau, das ist dieser hier, den habe ich hier auch immer auf dem Schminktisch stehen. Den habe ich immer einfach mal drauf gemacht, jetzt habe ich den ein bisschen dicker drauf. Man kann den auch ganz leicht drauf machen, dann hat man nur so ein leichtes rosa Gedöns und das passt, finde ich, irgendwie aktuell zu meiner Meinung nach sehr gebräunten Haut. Aber ne, ich bin ja sonst einfach weiß, ich bin quasi eins mit diesem Lichtgedöns und aktuell bin ich es halt nicht. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Naja, wie gesagt, also Color Splash bei Ohrring, mega geil, ne? Das ist jetzt auch hier von Alex Sascha die Verpackung, die ich mir hier hingestellt habe als Gedankenstütze. Denn ich mache das hier Freestyle. Ich habe hier keine, ne? Kein Skript. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich ein Skript habe. Ich habe kein Skript, Leute. Ich rede ganz normal mit euch. Ja. Was sieht man noch hier in meinem Gesicht? Nix. Nö. Da sieht man nicht viel. Das ist ein Make-up, was ich mit euch zusammen geschminkt habe. Was man sieht, ist hier oben mein Bommel. Den habe ich
ja, im Sommer doch etwas eskalativ häufig getragen und relativ selten meine Haare offen gehabt, weil mich, ich sag's jetzt mal, ne, ich habe Pickelchen auf den Rücken gekriegt, wenn ich die Haare halt offen hatte, und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Das war so ein Hitzestau oder wie auch immer man das nennen mag, und dann hast du halt dadurch, dass du dann da so schwitzt und so, dass du dann einfach Pickel bekommst, und das fand ich unansehnlich. Auch wenn man die Pickel nicht gesehen hat, als ich die Haare offen hatte, ne? Aber trotzdem, das hat mich genervt. Aber das sind jetzt auch Invisibobbles, die habe ich hier auch vor mir liegen. Da habe ich jetzt hier von Get In Shape, das ist aus der Shapebox, sind das die gewesen. Die türkisfarbenen habe ich schon aufgebraucht, also durchgenudelt, also durchgeleiert, ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich hier halt hier die durchsichtigen. Ich komme viel, viel besser mit den original Invisibobbles zurecht, als mit den günstigen, die du so im 1-Euro-Shop oder sowas bekommst oder auch bei Rossmann oder so, mit denen kann ich nicht so. Die leiern mir zu schnell aus, und ich packe die zwar auch wohl in so eine heiße Wasserschüssel, eine Schüssel mit heißem Wasser, genau, damit die sich wieder zusammenziehen, aber dennoch sind die dann ja ausgeleiert und dann hält das nicht und dann bommel ich durch die Gegend und dann löst sich mein Bommel halt auf, ne? Und so, das habe ich heute Morgen reingemacht und seitdem mich wieder bewegt. Also hier hinten, ja, da kommen ein paar Haare raus, aber damit kommen wir klar, ne? Genau, was ich auch super fand diesen Sommer, sind bunte Nagellacke. Also jetzt habe ich ja, ich muss jetzt ja nicht mal meine Füße in die Kamera halten, das ist ja auch herrlich, ne? Jetzt habe ich hier ja meine, Mojito-grünen Nägel. Und zwar ist es von Sally Hansen, der Nagellack, den ich im Trash-Paket drin hatte, von der lieben Mrs. Curly Jen, von der Jenny. Genau, den kann ich euch mal exemplarisch zeigen, weil ich ihn jetzt auch einfach mal gerade drauf habe, ne? Der hat mir sehr, sehr gut gefallen, habe ich mit diesem Insta Quick Dry von Essence fixiert Topcoat, aber da weiß ich noch nicht, ob ich den mag, weil ich den erst einmal drauf gemacht habe. Knallige Nägel an Händen und Füßen ist aber ein vollkommenes Muss. Und ja, dann habe ich hier auch noch Exemplare stehen von Essie. Das ist die Farbe Attendant to My Needs. Das ist halt so ein richtig krass geiles Pink. Und sowas habe ich halt auch echt gerne auf meinen Fußnägeln getragen. Oder trage ich auch gerade auf meinen Fußnägeln, ja. Genau. Genau. Das war jetzt ein kleiner Beauty-Exkurs. Ja, für Sammy habe ich unheimlich gerne verwendet dieses Ding, denn es ist auch dreckig, weil frisch verwendet, ne? Ja, es ist so ein, damit machst du halt die Hundehaare weg. Unser Hund haart wie Bolle. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie sehr unser Hund haart. Das ist, wir haben hier unseren Saugroboter, eigentlich müsste ich den nochmal zeigen. D-Bot Slim. Ja, den hole ich jetzt nicht hier hin. Den müsste ich auch sauber machen, sonst wäre mir das, glaube ich, unangenehm. Ne? Das ist ein Staubsaugerroboter, der halt extra für Tierhaare ist. Kann ich dir aber mal unten in der Infobox verlinken. Den kann man hier jeden Tag durchfahren lassen und dreimal ausleeren, weil unser Hund haart. Da kannst du dir alle paar Tage einen neuen Hund mitbauen. Naja, auf jeden Fall. Um das Gröbste zu vermeiden, habe ich dieses Ding von Amazon mir gekauft. Das ist halt, ich glaube, da kriege ich jetzt 1000 Hundehaare noch mit raus. Das kannst du so feststellen. Und dann hast du hier, dass du den Hund halt, ne, entsprechend kämmen kannst. Für Sammy ist es nicht so schlimm, dass das hier aus Metall ist, ne, diese Pixar-Viecher, Bürsten, wie auch immer, weil Sammy hat ein sehr, sehr dickes Unterfell, weil er einfach extrem viele Haare hat. Das heißt, da kann ich auch ganz normal, ich mache das nicht doll, ne, ich gehe da halt ganz normal durchs Fell, und Sammy findet das toll, der legt sich dann auf den Rasen und genießt das, und ich kämme ihn dann in der Zeit, und dann dreht er sich manchmal. Frauchen macht die andere Seite, dann stellt er sich hin, dreht mir seinen Po zu, Frauchen kämmt meinen Po. Frauchen macht alles, Leute, wirklich. Frauchen macht alles. Und es ist für ihn eine große Erleichterung und für mich auch, dass wir dieses Teil haben. Weil wenn dann die Hundehaare hier drin sind, dann kann ich einfach hier hinten nochmal draufdrücken. Dann ziehen sich die Borsten ein und du hast hier halt den, ne, Pulk mit den verschiedenen Haaren, und kannst es einfach so abmachen, so, und dann fällt das runter, jetzt nicht in meine Hand, das fällt dann direkt in Müll. Ne? Das ist wirklich eine entspannte Geschichte und ja, besser als zum Beispiel diese Geschichte, jetzt fliegt hier ein Haar von Sammy rum, als der Furminator oder sowas, das sind ja diese Dinger, die halt so fest sind, ne? Da musst du die Haare mal rausgrabbeln und das musst du auch 20 Mal säubern, jedenfalls ich muss das, nicht du, ich muss das. Und ja, aber ich finde den super toll, ich, keine Ahnung, das war so ein relativ günstiges Teil, also für den Preis hole ich mir echt, ne, ist in Ordnung. Ich glaube 10, 20 Euro hat das Ding gekostet und der hält und hält und der erfüllt einfach auch sehr gut seinen Job. So, wo wir schon mal kurz bei draußen und bei Garten sind. Ich halte es euch wirklich in die Kamera. Wer mir auf Instagram folgt, hat es auch schon mal gesehen, dass ich die Dinger trage als Outfit of the Day.
Das, meine Lieben, sind Gel-Knieschoner. Die haben wir gekauft, als wir hier gebaut haben, beziehungsweise als wir hier renoviert haben. Und die schnalle ich mir halt wirklich vor die Knie. Dann kann ich halt auch mit einer kurzen Hose in den Garten gehen. Und hier drin befindet sich so eine Gelschicht. Das ist richtig geil. Also das ist nicht einfach nur Schaumstoff oder so, sondern das ist richtig gelgeil. Und das ist von Lidl. Die haben die ab und an mal im Angebot für 4 Euro pro Paar oder so. Nicht nur für den Bau, Leute. Auch mega geil für den Garten. Ich habe alle in meinem Umfeld damit schon versorgt. Und das hier ist halt Plastik hier vorne drauf. Powerfix Profi, genau. Und kann man sich umschnallen und dann kann man loslegen. Wenn, also wir haben jetzt keinen Steingarten, aber Bekannte haben Steingärten und die haben das auch von uns bekommen. Die haben sich immer beschwert, oh, das war scheiße unter den Knien. Da musst du halt immer diese Schaumstoffplatte nehmen, die man sich im Gartencenter kaufen kann, umschnallen und robst damit durch den Garten, musst das immer mitschlüren und so. Ja, dann habe ich denen mal sowas geschenkt. Die schnallst du dir um und die bleiben ja dran. Ne? Da musst du nicht irgendwie immer noch die Schaumstoffmatte justieren und du kannst dich damit hinknien, wie du möchtest. Sehr geiles Zeug. Ich kann es euch nur empfehlen. Kriegst du garantiert auch im Baumarkt, aber nicht für den Preis, ne? 4 Euro, hallo? Ich guck mal, ob ich sowas Ähnliches auf Amazon finde, dann verlinke ich dir das mal. Aber das rettet mir jedes Mal echt das Leben. Ich muss gestehen, dass ich dieses Jahr nicht so ultra oft im Garten bislang war, aber jetzt habe ich Urlaub. Jetzt bin ich ein bisschen öfter im Garten, habe die Möglichkeit und die Zeit dafür. Weil wenn du wirklich so viel gleichzeitig machst, arbeiten, YouTube, Haushalt, Hund, alles, ne? Dann fällt auch mal was hinten über. Bei mir war es dann leider der Garten, den ich ein bisschen vernachlässigt habe. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit für. Und das finde ich auch ganz cool. Das macht mir auch echt Freude. Ich weiß, dass ich morgen zum Beispiel bei uns ins Vorbeet gehen werde. Und ja, morgen soll es 30 Grad werden. Ach, vielleicht werde ich dann wirklich nochmal ein bisschen brauner. Man weiß es nicht. Ich schwafel. So, wir sind immer noch bei draußen. Da hatte ich diese großartige Sonnenbrille. Wir sind bei Sommerfavoriten. Und das ist wirklich mein Sommerfavorit. Das ist auch aus dem Euroshop oder so. Ich finde die einfach super stylisch. Ne? Und die schützt mich vor der Sonne, die ist super zum Autofahren, die ist einfach ein bisschen größer, aber ich finde die klasse, das ist so eine richtig geile Fliegerbrille, ne? Voll scharf. Ja, ich muss mir definitiv mal eine mit Stärke holen, die hat jetzt keine Stärke, aber die fand ich klasse, die hat mir gut gefallen, die ist halt so in einem Rosé-Gold, würde ich sagen, ne? Von der Farbe her geht auch schon ein bisschen ab, also löst sich ein bisschen ein Wohlgefallen auf, aber ich sag mal, jedes Jahr bringe ich eine so eine Sonnenbrille auch wohl durch und dieses Jahr war es diese hier. Das ist einfach mein Sommerfavorit gewesen, weil ich es täglich verwendet habe. Ja, gut, wo sind wir jetzt? Ich würde einfach mal sagen, ich sag, was du gewinnen kannst, ne? Und zwar kannst du mein allerliebstes Lieblingspinselset gewinnen. Und zwar ist es dieses hier von Luvia, das Prime Vegan Pinselset. Das habe ich ja im Amazon Prime Day, beim Amazon Prime Day günstig geschossen. Und zwar für dich, damit ich das in diesem Video verlosen kann. Die Pinsel verwende ich ja ständig und immer wieder. Und das sind richtig klasse, klasse, klasse Pinsel. Ach, ich mag sie. Wie viel sind denn da drin? 15. 15 vegane Pinsel, cruelty-free, handmade from the highest level of selected Nurai her. Keine Ahnung, was ein Nurai ist, aber ist scheinbar vegan. Genau, und das kommt auch in so einem Pinsel-Etui. Das heißt, das ist wirklich hier so, ne? 1A, kannst gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Also freu dich drüber. Das ist richtig, richtig toll. Leute, 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 jetzt bin ich hier gerade mitten im Abschminken und sortiere gerade diese wundervolle Kiste wieder ein. Da vorne ist mein Pyjama, da hinten meine Pinsel, die ich eben gereinigt habe. Läuft bei mir, ne? Auf jeden Fall, ne, will ich gerade die Kiste wieder einräumen und sehe dies in meinem Schrank. Ja, das habe ich vergessen. Ihr habt in meinen Schminkies doch immer wieder mitbekommen, ne? Ich stehe auf Glow und das macht dieser Primer absolut. Eine schöne Glow-Base und ja, ne? How Cosmetics Indigo Child Pearl Shine Elixir. Es gibt auch noch andere Glow Primer, die man gut verwenden kann. Das Glow Cherie von L'Oreal zum Beispiel verwende ich auch ganz gerne. Aber den hier habe ich jetzt hier in meinem Schrank tatsächlich auch Exemplare stehen. Also da in meinem jetzt gerade aktuell einigermaßen aufgeräumt, aber doch etwas leeren Schrank, weil ich einiges rausgeräumt habe für Schminkies. Ja, ne? Den wollte ich euch nicht unterschlagen. Leute, 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 das wäre was geworden. Ich sag euch das. Oh. Fashion? Ja. Fashion habe ich einen Teil. Wenn man jetzt die Knieschoner dazu zählt und die Brille, dann sind es drei. das hier, mein absolutes Lieblingssommerkleid. Oh. Ich sag's dir echt. Habe ich mir vor Jahren bei Orsay gekauft. Ne? Das habe ich aber einfach... Du hast es schnell an und bist dann angezogen. Wie rum muss ich das jetzt machen? So.
Genau, das hast du auch sehr oft in meinen Videos gesehen. Ich wurde so oft danach gefragt, was das für ein Kleid ist. Das ist toll, ne? Und das hat hier unten auch so ein Volant quasi. Das ist ein toller Stoff. Du hast da ein Unterkleid quasi mit drunter, das aber halt jetzt nicht irgendwie aus Synthetik ist, sondern schon so baumwollstoffmäßig. Und ich habe so häufig getragen, das musste jetzt zu meinen Sommerfavoriten, ne? Hast du sehr oft in meinen Videos gesehen. Ich denke, morgen nach dem Garten werde ich das auch mal anziehen. Ich finde das einfach schön. Ja, ich mag allgemein diese ganzen Kleider mit Blumenprints. Ich mag das, wenn du sowohl sportlich als auch schick bist. Und übrigens auch dazu passt dieser Schmuck einfach so gut. Na, du bist einfach immer so angezogen dann mit solchen Klamotten. Und das musste jetzt hier einfach hoch mit ins Video. Deswegen lag es hier auf meinem Schreibtisch. So, jetzt kommen wir mal zu den Beauty-Favoriten, die ich so hatte. Da habe ich mir jetzt, weil ich im Beauty-Kanal bin, halt einiges rausgesucht. Ja, Masken. Da ist jetzt exemplarisch meine Lieblingsmaske, ne, mit drin, meine Neutrogena-Gel-Maske. Mensch, die Neutrogela. Genau, das ist die Hydro Boost Feuchtigkeitsmaske. Und die ist, das ist mein All-Time-Favorite. Also, wenn meine Haut auch nur minimal trockene Stellen hat, benutze ich die. Wenn irgendwas in meinem Leben passiert, benutze ich die. Das ist wirklich mein allgemeiner Unterstützer im Leben. Naja, aber allgemein habe ich sehr, sehr viele Masken überhaupt verwendet. Das wirst du auch in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Wow, ne? Ich habe ja auch eine Maskenweltreise mit dir gemacht, deswegen ist da schon ziemlich viel von drin. Und dann habe ich allgemein sehr viele Masken gemacht. Ich habe keine Ahnung, was mit mir los war diesen Sommer, aber ich bin so auf Masken abgefahren. Ich habe so viele gemacht, deswegen Masken auf jeden Fall. Ich bin ein Maskenfreak, aber im Sommer diesen Jahres bin ich wirklich sehr steil gegangen. Ja, Lieblingsmascara diesen Sommer war eine von Essence, die Volume Stylist Curl and Hold Mascara 18 Stunden. Das ist jetzt aus der Limited Edition, Good Vibes, Good Memories. Aber es gibt genau diese Mascara noch im Standardsortiment. Die ganz normale Curl and Hold Mascara Volume Stylist. Ne? Hast halt nicht so schicke Blumis drauf. Das ist dann, die sieht so aus, ist auch quasi in diesem Altrosa mit diesem Muster hier oben an der Kappe, ne? Das weiß ich, weil als ich mit meiner Mama shoppen war, habe ich ihr genau die in die Hand gedrückt, als sie sagte, sie möchte eine haben, die nicht oben abstempelt, die ihr trotzdem Schwung und Länge gibt und die einfach verlässlich ist, die zuverlässig ist. Sie wollte aber keine, Entschuldigung, ich habe dein Haar, keine Waterproof-Mascara, sonst hätte ich ihr die von Catrice, die Glam & Doll Waterproof, an die Hand gegeben. Dieses Haar nervt mich gerade. Keine Ahnung, irgendwo ist dieses Haar, ich sehe es nicht. Meine Haare sind so hell, ich sehe sie nicht. Ich brauche wirklich mal eine neue Brille. Naja, auf jeden Fall habe ich ihr die in die Hand gegeben und gesagt, damit fährst du wirklich sicher. Und das stimmt. Also, ich kann sie euch empfehlen. Gerade wenn ihr, so wie ich, Schlupflider habt, holt euch die. Wo wir bei Wimpern sind, muss ich euch auf jeden Fall zeigen. Ich dachte immer, es würde an meinen Wimpernserien und so weiter liegen, dass meine Wimpern so explodiert sind. Aber sie sind erst dann explodiert, seitdem ich das Rizinusöl nehme. Und zwar nicht nur für meine Augenbrauen, sondern auch für meine Wimpern. Das kannst du ganz normal mit dem Finger so auftragen, ne? Das ist easy peasy. Oder du holst dir von Amazon so Abfüller, so Viecher, die aussehen wie Mascara-Bürstchen. Hätte ich auch mal ins Video mit reinpacken sollen, ne? Verlinke ich dir auch in der Infobox. Und so schaut dieses Rizinusöl aus. Also das ist ultra, ultra, ultra toll. Und das ist jetzt noch bis hier gefüllt, aber ich benutze es zum einen, Entschuldigung, seit Januar und zum anderen habe ich da auch schon zwei Freundinnen was von abgefüllt. Also, ne, das hält dir Ewigkeiten und macht deine Wimpern wirklich toll und es ist so günstig. Ich habe keine Ahnung, du kannst es wahrscheinlich sogar als Haarwachstum nehmen, dass du dir das so in den Ansatz einmassierst. Dafür lege ich meine Hand aber nicht für ins Feuer. Was ich weiß, es hat meinen Augenbrauen geholfen zu wachsen, es hat meinen Wimpern geholfen zu wachsen, denn ich habe jetzt lange Zeit das Wimpernserum weggelassen und nur das Rizinusöl verwendet und seitdem sind meine Wimpern volle Lotte eskaliert. Also, ne, lege ich dir volle Kanne ans Herz. Auch in der Infobox verlinkt. Ja, mein Sommerduft war dieses Jahr von Paco Rabanne das Pure XS. Es ist nicht so ultra viel von raus, ne? Weil ich jetzt halt auch nicht wirklich jeden Tag Parfüm verwendet habe. Da muss ich ja ehrlich sein, da bin ich auch ehrlich. Ja, ne? Aber wenn ich zu einem Duft gegriffen habe, dann war es der hier. Das ist so süßlich, aber weiblich, ne? Richtig toll. Und der hält dir den ganzen Tag. Also du musst auch nicht viel sprühen. Ich habe einmal so kurz, jetzt habe ich an mit nebenher gesprüht. Egal, ich habe trotzdem meine Schulter getroffen.
ne? Ich habe das jetzt leicht drauf. Ich habe mir dann auch immer einen Spritz in die Haare gegeben. Ja, sowas kann die Haare austrocknen. Achtung, aber ich benutze genug andere Haarpflege, dass es nicht passiert. Auf jeden Fall hast du diesen leicht süßlichen Duft, der zu mir einfach so gut gepasst hat oder allgemein passt. Ich benutze es ja weiter, ne? Mega gutes Parfüm. Ja, habe ich in mein Herz geschlossen. Weitere Düfte, die ich in mein Herz geschlossen habe, waren wirklich über den ganzen Sommer sehr fruchtige Düfte, sehr angenehme, süßliche Düfte, die mir einfach das Gefühl auch unter der Dusche oder beim Eincremen von Sommer verschafft haben. Unter der Dusche war jetzt wirklich das liebste Produkt, was ich verwendet habe und was jetzt sehr, 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 sehr fast aufgebraucht ist. Also ich glaube noch ein, zwei Tage, dann ist es leer. Ist von Kneipp die Schaumdusche Sommerlaune mit Wassermelone und Minze. Und Leute, das ist so ein geiles Zeug. Das kommt raus als Gel, ne? Dann habe ich mir das auf die Hand gegeben und dann hatte ich halt so ein Schaumball in der Hand und den habe ich dann auf meinem ganzen Körper so verteilt und mich abgeduscht und der Duft hat wirklich das ganze Badezimmer gefüllt. Es hat wundervoll gerochen. Ich liebe ja Wassermelone und dann in dieser Kombination mit der Minze, oh, richtig toll. Also da hat mir die Frische dann auch gefallen, sonst mag ich ja gar keine frischen Düfte, aber in der Kombination richtig klasse. Ein weiterer Sommerduft, den ich in meinen Haaren sehr gut fand, war tatsächlich hier von Isana Blütenkraft Glanzspülung. Das ist ein neues Produkt, das ist auch noch nicht, ne, das ist glaube ich bis hierhin leer oder so, das ist noch nicht so viel verwendet, aber der riecht toll und was halt auch mega wichtig ist, das pflegt meine Haare. Ich gebe das ja nur so ab Schulterlänge in meine Spitzen, weil meine Haare gehen mir fast bis zum Bauchnabel, ne, die gehen mir bis zum Bauchnabel, ja. Also da halt in die Spitzen bei mir, in die Längen gebe ich mir das rein und das ist einfach toll. Frei von Silikon und vegan. Und obwohl das halt frei von Silikon ist, habe ich da eine enorme Pflegewirkung in meinen Haaren. Und der Duft, bitte. Das ist, als würdest du dich in eine Blumenwiese legen. Das ist so schön. Ich glaube, das ist Orchidee oder was? Nee, Passionsblüte, genau. Richtig toll. Ja, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr mal bei Rossmann seid oder bei Rossmann online schaut, packt es mal mit in den Warenkorb oder riecht mal im Laden dran. Es ist ja nicht wirklich teuer, aber es ist wirklich klasse. So, ein weiteres Haarprodukt, was ich aber schon echt lange in Anwendung habe, aber jetzt im Sommer wirklich weiterhin geliebt habe, ist dieses Produkt hier von Fructis Garnier, die Argan 10-in-1 Cream, 10-in-1 Cream, All-in-1 Leave-in Cream, genau. Das ist bei mir jetzt im Sommer vor allem so gewesen, dass ich mir die abends, also ein Pump-Pup habe ich mir auf die Hände gegeben, habe das in meinen Händen so verteilt und dann habe ich ja meine Haare über Kopf geschlagen und habe das dann so in die Längen unten so eingecrunched. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ja, unten halt so einmassiert, ne? Dann habe ich mir die Haare einmal gekämmt, habe die in meinen Bommel gemacht und dann halt nass im Bommel über Nacht gelassen. Morgens habe ich dann meinen Bommel geöffnet und habe meine Haare kurz angeföhnt und ja, dann waren die halt ultra schön gepflegt. Richtig toll. Die riecht auch ganz gut und die pflegt halt gut, ne? Und wenn ich das wirklich nur so in die Spitzen und in die Längen gebe, dann fettet bei mir auch nichts. Bei mir fettet eh nichts, weil ich ja jeden Tag meine Haare wasche, ich böse. Aber ich kann halt nicht anders, ich brauche das halt. Ich bin 30, ich darf das. Und ja, das ist ein super gutes Produkt, auf jeden Fall für Leute mit langen Haaren. Und ja, das hat so 5 Milliarden verschiedene Sachen. 10, 5 Milliarden, ne? Also ein gutes Produkt lege ich dir echt ans Herz. Auch was vom Sommerduft her super war, Body Peeling Papaya Triacle Moon Baby. Das hatte ich auch in einem Tauschpaket drin. Das habe ich aktuell auch sogar in einer Verlosung für dich mit drin. Jetzt nicht dieses hier, weil das steht bei mir unter der Dusche. Das riecht einfach unfassbar toll nach diesem Papaya. Das riecht richtig schön fruchtig und es fühlt sich an, als würdest du eine Papaya nehmen und sie über deine Haut reiben. Das ist sehr angenehm, auch mit den Kiwisamen, die da mit drin sind. Das ist alles sehr natürlich, so vom Gefühl her. Und deswegen, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich das benutze. Meine Haut fühlt sich schön dadurch an. Ich benutze das zweimal die Woche, jeden Dienstag und jeden Freitag. Tolles Produkt und es riecht gut und es fliegt gut und ich mag's. Ich benutze, jetzt mal exemplarisch zeige ich die von Yves Rocher, jeden Tag, jeden Abend ist es ja, eine Bodylotion. Das hat da wirklich zugeführt, dass meine Bräune gehalten hat, dass ich, ja, dass meine Haut sich jetzt nicht irgendwie gepellt hat oder ich irgendwelche Irritationen hatte, was die Sonne anging an meinem Körper an sich so, ne? Ich hatte zwar so Hitzepickel oder sowas, ne? Klar, ich habe ein bisschen Sonnenallergie, eine leichte Sonnenallergie und sowas hilft mir aber extrem, dass ich halt dem Ganzen vorbeugen kann und einfach meiner Haut was Gutes tue. Ich merke, dass meine Haut das braucht, dass meine Haut sehr viel Feuchtigkeit braucht. Deswegen habe ich exemplarisch diese Bodylotion, die letztens in einem Trash-Paket drin war. Ich habe
mich sehr darüber gefreut, dass meine Haut durch die ganze Bodylotion-Zufuhr einfach sich erholen konnte und dass es ihr einfach besser geht, als es jetzt vor 3-4 Jahren der Fall war. Da war es noch deutlich schlimmer. Da hatte ich öfters wirklich trockene Stellen an meiner Haut. Das hat sich jetzt gebessert. Ja, auch etwas, wo ich einen großen Effekt merke, ich habe diese Handcreme von Ahava hier, Dead Sea Water Mineral Hand Cream Sea Kist, die habe ich am Bett stehen und die ist wirklich großartig, ne? Also die kann ich euch wirklich ans Herz legen, die hatte ich in einer Box mit drin. Ich glaube, das war die Juveniles Box, Juveniles Young oder Woman, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist die jetzt bis hierhin aufgebraucht und die benutze ich jeden Abend. Da mache ich mir quasi eine Mittelfingerlänge an Wurst auf meine Hand und dann verteile ich das in meinen Händen und auch ein bisschen so noch runter an den Arm entlang. Und da muss ich wirklich sagen, meine Hände haben sich wirklich seitdem verbessert, seitdem ich das regelmäßig mache, überhaupt Handcreme zu verwenden. Und die hier ist wirklich gut, weil sie gut einzieht. Sie hat keinen penetranten Duft. Du kannst sie wirklich gut verwenden und dass sie keinen penetranten Duft hat, merke ich daran, dass mein Hund auch einfach vor meinem Bett liegen bleibt und sich dann nachts vor mir streicheln lässt. Wenn ich eine Handcreme mit zu viel Parfümstoffen drin habe, geht der. Das riecht der nicht gerne. Deswegen, gutes Produkt, auch semi-safe. Ein weiteres Produkt, was ich jeden Abend quasi in meinem Bett verwende, sind quasi so feuchtigkeitsspendende Gelviecher, Essenzen, wie nennt sich das? Seren, genau, für die Nägel. Das benutze ich aber für die Fußnägel tatsächlich. Und hier habe ich jetzt exemplarisch aktuell in Verwendung das Essence Hydra Nail Care Serum. Da hatte ich tatsächlich mal irgendwann von der lieben Jana in einem Tauschpaket ein Nagelserum drin gehabt und mir gedacht, ich weiß ja nicht, ne? Hab mir das dann aber wirklich jeden Abend auf die Füße gegeben und Leute, man sieht es jetzt auch wieder, ne? Ich habe runde Nägel. Das heißt, die gehen wirklich runter in mein Nagelbett und sind da wirklich drin. Wenn du nicht aufpasst, dann wachsen dir die Nägel ein und du kriegst eine ganz fiese Nagelbettentzündung, wo ich auch schon 2-mal an meinen Füßen dran operiert worden bin. So, hiermit kannst du dem Ganzen vorbeugen, weil du das Ganze hydratisierst. Das heißt, aber deine Füße verhornen nicht so und so läufst du nicht Gefahr, dass eine Verhornung sich halt in deinem Nagelbett bildet und dadurch quasi ein Nebenläufer deines Nagels in deine Nagelhaut reinwächst. Hört sich eklig an, ist aber wirklich hilfreich. Also ich kann euch solche Nagelseren auf jeden Fall empfehlen und die kosten ja nichts. Das ist einfach gut. Ja, also liebe Jana, vielen, vielen Dank für den Tipp. Also der war echt Gold wert. Du ahnst es nicht. Ein weiteres Serum, was ich enorm gerne verwendet habe, ist das, was ich aus der Foxybox habe. Das habe ich jetzt auch noch aktuell in Verwendung. Das ist hier mit einer Pipette und das ist von Salted, das Deep Sea Miracle Elixir. Und das ist die Richtung Cell Activation. Und das habe ich mir einfach nach meinem Toner mit der Pipette in meinen Händen verteilt und dann auf meinem Gesicht verteilt, sanft einmassiert, jeden Morgen und jeden Abend. Und ich finde, dass es mein Hautbild schon verbessert hat und irgendwie meine Haut mehr strahlen lässt. Liegt natürlich auch daran, dass ich aktuell Urlaub habe, ne? Darüber wollen wir jetzt nicht streiten. Ich bin auch geschminkt und habe Schminke drauf. Aber ich sehe es ja auch, wenn ich ungeschminkt bin, dass es einfach alles so viel besser aussieht. Dementsprechend, geiles Produkt, kann ich euch wirklich empfehlen. Oder schaut euch doch einfach mal die Foxybox an. Unten in der Infobox steht auch ein Gutscheincode von mir. Da bekommst du das CBD-Öl gratis mit dabei. Und ja, ne? Kann ich dir nur empfehlen. So, ein weiteres Produkt für die Füße ist dieses hier. Exemplarisch auch wieder. Ich habe jeden Abend meine Füße eingecremt nach dem Duschen. Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Meine Füße, ich habe unter meinen Füßen, also ich laufe sehr, sehr viel barfuß. Sehr viel barfuß. Hier, überall, draußen, drin, keine Ahnung. Ich laufe wirklich auch im Garten viel barfuß. Ich habe aber kein Problem mehr mit Hornhaut. Weil das bekommst du ja normalerweise, wenn du viel barfuß läufst, dass du trockene Füße und Hornhaut halt bekommst. Seitdem ich aber wirklich jeden Abend so eine Fußcreme benutze, habe ich das nicht. Und das ist so angenehm. Schmerzempfindlich sind meine Füße dadurch nicht mehr, als wenn ich Hornhaut hätte. Das ist auch wieder so eklig, aber es ist so, wie es ist. Da habe ich jetzt exemplarisch von Fußwohl den Wohlfühlbalsam für seidig weiche Haut. Kann ich bestätigen, also das hat meine Füße wirklich, macht wirklich schön. Gleich werde ich auch duschen, das wieder benutzen und ich freue mich schon wieder drauf. Und dieses Produkt stinkt auch nicht. Sonst hast du gerne mal, dass Fußprodukte
entsprechend nach Fuß schon mal riechen. Das muss auch nicht sein, finde ich. Ja, klar, dass ich dieses Produkt zeige jetzt. Ne? Es ist eigentlich kein Sommerfavorit. Es ist eigentlich es ist immer mein Favorit, genau wie die Neutrogena-Maske auch von Clinique. Ne? Das ist meine Augencreme, die ich aktuell in Verwendung habe. Und ich liebe sie. Das ist die All About Eyes. Ganz normal, also nicht die Rich-Version, sondern die ganz normale Version davon. Und die habe ich ja von der lieben Marie zugeschickt bekommen zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank nach Luxemburg. Echt, du bist echt ein verrückter Mensch. Ich liebe den Duft. Der ist so sanft und leicht und freundlich. Und ja, ich habe da schon ganz schön viel von verwendet. Ne? Die ist halt jeden Abend und jeden Morgen in Verwendung. Und die ist freundlich zu meinen Augen. Meine Augen tränen danach nicht, meine Augen brennen danach nicht und alles ist gepflegt und ich fühle mich damit einfach wohl. Deswegen, selbst wenn alle Backups, die ich hier habe, irgendwann mal leer sein sollten, ich werde sie mir nachkaufen, weil die einfach gut ist. Ganz einfach. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich wirklich auch jeden Tag in der Woche verwendet habe, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, also neben der Mascara halt, ne? Da habe ich hier einen Glimmer Stick von Avon True, ein Eyeliner in der Farbe Glimmering Onyx. Den habe ich von der lieben Lea mal in einem Paket gehabt, in einem Überraschungspaket. Und diesen Sommer ist das mein Eyeliner-Favorit quasi geworden. Der macht nämlich keinen direkt schwarzen Eyeliner, sondern einfach so einen Glimmer auf dem, ne, Strich. Da, wo du es halt hin machst. Und das hat mir einfach gut gefallen, weil das nicht so hart aussah. Gerade wenn ich auf der Arbeit bin, bin ich sehr dezent unterwegs, sehr zurückhaltend und würde jetzt zum Beispiel auch nicht so intensiv geschminkt mit einem Full Face zur Arbeit gehen. Zum einen, weil ich morgens keine Zeit und keinen Bock darauf habe. Zum anderen, weil ich das einfach bei mir auf der Arbeit nicht passend finde. Und ja, da kam einfach dieser Glimmerstick für mich sehr, sehr gut. Und deswegen täglich verwendet, ist hier in meiner Sommerfavoriten. Geschichte. Ja, auch ein Gesichtsprodukt, was ich jetzt... Oh, mein Hintern ist eingeschlafen, Entschuldigung. Furchtbar, ich brauche hier ein Kissen, aber im Sommer ist es dann doch ein bisschen warm, ne? Naja, auf jeden Fall ein Produkt, was ich auch sehr gerne verwendet habe, weil es ein einfaches To-Go-Produkt ist, was du nicht separat mit einem Schwamm in deinem Gesicht einblenden musst, sondern einfach mit den Fingern verteilen kannst und dann bist du echt directly to-go, ne? Das ist, du brauchst da nicht noch abpudern oder sonst was. Du hast diese BB-Cream von Dr. Pierre Rico, die ist mit Lichtschutzfaktor 20, du hast dann direkt einen Lichtschutzfaktor im Gesicht, du hast eine leichte Tönung, du hast eine Pflege. Also ich habe quasi erst meine ganz normale Pflegeroutine gemacht und wenn ich dann mir gedacht habe, meine Haut sieht furchtbar aus oder irgendwas gefällt mir gerade nicht, ne, habe ich diese BB-Cream verwendet. Das ist ja einfach ein Beauty Balm, das heißt, du hast keine hohe Deckkraft, das ist einfach nur so ein bisschen ausgleichen und ja, habe ich dann gerne verwendet und war dann einfach direkt fertig. Voll gut. Also eine Minute und du hast quasi eine Base drauf und das ist doch ein Traum. Nice. Ja, und jetzt zuletzt kommen wir zu einem Produkt, was ich jetzt nicht so nah in die Kamera halten werde, aber wenn ihr möchtet, kann ich da gerne mal ein komplettes Video drüber drehen. Da bin ich nämlich schon drauf angesprochen worden, beziehungsweise angeschrieben worden. Und zwar geht es um das Produkt Menstruationstasse. Die ist jetzt benutzt, deswegen zeige ich die nicht allzu nah. Ne? Sie ist abgekocht, sie ist sauber, aber trotzdem, ich finde sowas, ne? Ah, das ist halt nach wie vor etwas, was schwierig ist. Also wenn ich ein Video da separat so drehe, dann werde ich mir auch eine neue kaufen, die ich nah in die Kamera halten kann. Das kann ich jetzt bei dieser hier leider schlecht machen. Auf jeden Fall, eine Menstruationstasse ist ein Produkt, was aus medizinischem Silikon besteht, was man sich einführen kann, wenn man entsprechend jetzt nicht Anfänger ist, was das angeht, sondern vielleicht schon ein paar Jährchen älter. Ich habe mich erst mit 29 Jahren dran getraut, Leute. Dementsprechend, ne? Man sollte doch ein bisschen älter sein und dann kann man das anstatt von einem OB verwenden. Ich fand das einfach so befreiend. Zum einen hatte ich nicht mehr die Schmerzen, die ich bei einem OB hatte, weil wenn du ein OB drin hast, dann füllt es sich mit der Zeit, es wird halt immer größer und du musst es dann nach einer Zeit auch einfach wechseln. Frag mich nicht warum, aber es tut doch einfach weh, oder? Ja. Oder es ist halt unangenehm vom Gefühl und es ist einfach voll und man hat einfach Angst, überzulaufen. Bah, aber es ist so, oder? Ich meine, wir müssen doch mal hier Tacheles reden, Mädels. Auf jeden Fall. Ja, hat mir dieses Produkt gerade auf der Arbeit
geholfen, dass es mir gut geht, dass ich einfach sagen kann, okay, ich muss mich da nicht drum kümmern, dass ich jetzt irgendwie wissen muss, hey, wo ist denn jetzt das nächste Klo oder wie auch immer. Oh nein, ich muss jetzt aus dem Meeting raus, weil ich müsste wohl mal was wechseln. Man muss nicht auf Klo, aber man muss was wechseln. Das ist einfach unangenehm. Und wenn du so eine Tasse hast, dann füllt die sich über Tag und du kannst die, ich glaube, 10 oder 12 Stunden sogar drin lassen. Ne? Und dann einfach, wenn du wieder zu Hause bist oder auf einer Toilette bist, wo du das entsprechend machen kannst. Ich finde auf öffentlichen Toiletten sowas nicht angenehm, aber wenn du irgendwo ein wirklich stilles Örtchen für dich hast als Frau, ein hygienisches stilles Örtchen, dann kannst du sie einfach im Klo entleeren und dann unter fließendem Wasser abspülen und dann wieder einsetzen. Easy. Das ist, ne, wirklich toll. Ja, Leute, das waren meine Sommerfavoriten. Denk, wie gesagt, daran, es gibt diese wundervolle Aktion und Gutscheincode unten in der Infobox. Claudis Welt steht aber nochmal hier, beziehungsweise stand eben hier. Steht nochmal hier? Ich glaube, ich blende das nochmal ein. Ja, komm, so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Genau. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einfach ein Däumchen da. Würde ich mich mega freuen. Am besten das Däumchen nach oben. Denk an die Verlosung. Bestes Pinselset ever, was übrigens auch eher so zu meinen für immer und ewig Favoriten zählen sollte. Und ja, dann würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos, nehme ich hier mal. Ja, hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!